So, jetzt sind wir hier an der Stelle, also von dem Verweis kommen wir auf ein neues Video. Nehmen wir mal an, wir haben folgende Aufgabe, ich weiß nicht, war das 4 oder 5, ach ist jetzt auch egal, ich sage mal 4 dazu. Nehmen wir an, es ist folgendes gegeben, und zwar zwei Funktionen. Die eine sei f von x ist x minus 4 in Klammern zum Quadrat plus 3 und g von x sei 2x minus 2. Und gesucht ist folgendes, und zwar die Schnittpunkte S. Gesundheit? Also SCH in der Form XSCH und YSCH, also Schnittpunkte. Und zwar Nummer 1 und 2. Beide. Na denn, jetzt sind wir ein bisschen angeschmiert, aber wir sollten uns nochmal erinnern, wie löst man Gleichungssysteme? Einsetzen ist immer das Leichteste oder gleichsetzen, was auch nicht schlimm ist. Wir wissen ja, bei Schnittpunkten haben die beiden Funktionen die gleichen Werte an der Stelle. Nur mal so, wenn ich hier, oh na, ist ein bisschen hässlich, ich habe hier eine Parabel und ich habe hier irgendwie eine Gerade, dann haben die hier beide den gleichen x-Wert und y-Wert und hier auch. Und von der Erkenntnis gehe ich aus und nehme das sogenannte Gleichsetzungsverfahren und schreibe einfach hin, was ist ein f von x? F von x ist x minus 4 in Klammern zum Quadrat plus 3 und das soll gleich sein 2x minus 2. Jetzt ist es zugegebenermaßen furchtbar schwierig, hier was Vernünftiges draus zu machen. Das heißt, eine PQ-Formel anwenden zu können, ist in der Scheitelpunktform nicht möglich, also multipliziere ich aus. Ja, und das ist nach altbekannter Regel, mache ich auch schon die Klammer hin. Ich nehme mich mit zweiter binomischer Formel dieser Klammer an und sage, das ist x² minus 8x plus 16. Und jetzt kommt die olle 3 hier, die gehört natürlich dazu, ist gleich 2x minus 2. Und damit ich dann, wie gesagt, PQ-Formel heißt Nullstellen finden eigentlich, aber hier, damit ich die lösen kann als Gleichung, eine PQ-Formel anwenden kann, muss ich hier drüben 2x minus 2 wegkriegen. Na, da muss eine Null stehen, also minus 2x plus 2 auf einen Schlag. Und dann wird es nicht mehr so schwer. x² wird nicht berührt. Minus 8x minus weitere 2x bedeutet minus 10x. Und plus 19, ne, 16 plus 3 ist 19. Plus weitere 2 ist plus 21. Und das soll 0 ergeben. Und jetzt kann ich wieder PQ anwenden und los geht's. Eigentlich müsste ich hier XSCH 1 und 2 hinschreiben. Machen wir es mal. Dann ist es deutlicher. X Schnittpunkt 1, 2 ist gleich. Und jetzt minus p halbe ist 5. Plus minus Wurzel aus 5 mal 5 ist 25, p Quadrat Viertel, ne? Oder p halbe in Klammern zum Quadrat ist 25. Und jetzt hier hinten minus q, minus 21. Na, das riecht ja schon nach Lösung. X Schnittpunkt 1 und 2 ist also 5 plus minus, hier drunter steht eine 4, daraus die Wurzel ist 2. Und dann hätte ich es aufzuspalten als x Schnittpunkt 1, 5 plus 2 ist 7. Und x Schnittpunkt 2, 5 minus 2 ist 3. Das sind die beiden x-Werte der Schnittpunkte. Wie komme ich jetzt auf die y-Werte? Da hätte ich jetzt schon mal was. Naja, jetzt könnte ich die in die quadratische Funktion einsetzen. Also hier dann quadrieren, noch die 3 dazu zählen. Oder ich könnte sie auch hier in die leichtere Form einsetzen. Und das können wir jetzt gleich machen, aber hier gibt es noch eine Frage. Ja klar, kam, das war keine Frage, sondern ein Vorschlag aus der Schülerschaft. Y-Schnittpunkt 1 und jetzt schnappe ich mir hier nochmal die leichte Gleichung, dieses Ding hier. Ich wäre verrückt, das zu quadrieren. Ich sage einfach, das ist also 7, 2 mal 7, minus 2. Y-Schnittpunkt 2 ist 2x, ne? 2 mal 3, minus 2. Hier ist es, 14 minus 2 ist 12. Und hier ist es 2 mal 3 ist 6, minus 2 ist 4. Achtung, jetzt kommt noch eine kleine Klippe.
In der Form soll es angegeben werden, hier. Also bilde ich die Schnittpunkte, indem ich sage, kein Problem, Schnittpunkt 1 wird so angegeben, erster x-Wert 7, 12, Schnittpunkt 2, erster x ist der x-Wert 3 und 4. Peng, das war's. Jetzt natürlich die ganze Anwendung der Geschichte. Wir wollten ja eigentlich uns damit beschäftigen, wie malt man jetzt den Graphen? Jetzt müssen wir mal gucken. Hier gibt es eine Frage, ja, kleinen Moment. Jetzt kommt hier die eigentliche Aufgabe. Wir wollen die Graphen malen. Jetzt sind wir in einer beneidenswerten Lage, hier schon automatisch den Scheitelpunkt, ich meine jetzt nicht Schnittpunkt, Scheitelpunkt ablesen zu können. Der ist plus 4 plus 3 für die Parabel. Plus 4, 1, 2, 3, 4 und jetzt 1, 2, 3 nach oben. Hier ist er. Eine Parabel ganz schnell malen heißt, von dem Scheitelpunkt ausgehend. 1 nach rechts, 1 nach oben, 1 nach links, 1 nach oben. Für die Normalparabel. Hier steht nichts vor dem x, deswegen wird das eine Normalparabel, die man auch mit einer Kurvenschablone zeichnen kann, werden. Jetzt 2 nach rechts, zack, und jetzt 1, 2, 3, 4 nach oben. 1, 2, 3, 4, hier ist der nächste Punkt. Hier waren die ersten. Jetzt nach links 2, 1, 2, 3, 4, haben wir den nächsten. Jetzt könnte man das Ganze noch mit 3, 9 machen, würde ich jetzt nicht wollen. So sieht im Wesentlichen die Parabel aus. Bitte nochmal nicht nach innen malen. Ne? Hier irgendwie so ein Hörnchen oder so. Wie so ein Teufelskopf oder was. Das zählt nicht. So, jetzt haben wir die blauen Graphen. Jetzt kommt der grüne Graph. Hier haben wir frei Haus geliefert. Schnittpunkt mit der Y-Achse. Hier ist er, der erste Punkt. Und jetzt Anstieg ist 2. 2 Entel, also 1 nach rechts und 2 nach oben. 1 nach rechts und jetzt 1, 2 nach oben. Hier ist der zweite. Wem das zu piepelig ist, wem das nicht gefällt, der sagt, er macht doch nichts. Dann gehe ich eben 2 nach rechts und 4 nach oben. Gehen wir mal, ob das klappt. 1, 2 nach rechts und 1, 2, 3, 4 nach oben. Und siehe da, der Punkt ist genau auf der gleichen Geraden. Hier gibt es eine Frage. Jetzt habe ich die Gerade mal reingeschmiert hier. Reingeschmiert, das sind ja Schätzwerte. Jetzt gucken wir mal, ob das stimmt. Bei 7 und 12 müsste es klappen. Jetzt gucken wir uns das mal an. Also, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ja, 7, ne, das würde klappen. Jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, naja gut, 7, 11. Liegt in der Nähe, bei der Genauigkeit ausreichend. Hier oben ist der erste Schnittpunkt. Ich mache den mal gelb unterlegt. Hier der erste Schnittpunkt, der liegt hier ungefähr. Ausreichend genau, hier ist ein bisschen abgeknickt, der würde wahrscheinlich noch höher kommen. Jetzt kommt der zweite Schnittpunkt, der liegt hier. Hier, der, 3, 4, gucken wir mal. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Jawohl, den haben wir ganz gut getroffen. Dann haben wir noch in diesem Fall die Kontrolle, ob das stimmt. Jetzt machen wir mal, gehen wir nochmal einen Schritt zurück. Wir probieren nochmal was aus, und zwar mit linearen Funktionen. Da nochmal einen gemeinsamen Schnittpunkt zu finden. Da gibt es nur einen. Werden wir mal sehen. Wenn er einen hat, wenn nicht, dann haben wir Pech. Aber es scheint schon zu sein. Wie gehen wir hier bei? Nehmen wir an, hier, wir haben f von x ist das und g von x ist das. Dann lohnt sich das, wenn ich grafisch und rechnerische Lösungen haben will, wirklich tatsächlich erstmal die erste umzuwandeln. Die sollte dann heißen, f von x ist gleich minus 1 Viertel x. Ne, minus 0,25x in minus 1 Viertel x umwandeln. Dann habe ich nämlich den Vorteil, dann weiß ich, unterm Bruch steht, ich muss nach rechts und oben drüber steht minus 1, also nach unten. Plus 2 und g von x umgewandelt bedeutet 3 Fünftel x minus 1. So, fangen wir mal an mit der grafischen Geschichte. Plus 2 haben wir wieder mal frei Haus was geliefert bekommen. Zack, zack, zack. Hier ist der erste Punkt, der erste blaue. Und jetzt 4 nach rechts. 1, 2, 3, 4. Und von hier aus einen nach unten. Hier habe ich den nächsten Punkt. Daraus würde sich ein Graph ergeben. Oh, jetzt muss ich das wieder so um die Ecke malen. Furchtbar. Na gut, muss jetzt genügen. Kommen wir zum grünen Graphen. Minus 1, wieder der typische Y-Achsenabschnittspunkt. Und jetzt 5 nach rechts. 1, 2, 3, 4.
4, 5 und 3 nach oben. 1, 2, 3. Hier ist der nächste Punkt. Dann ergibt sich der grüne Graph ungefähr so. Oh, gar nicht mal übel. So, rechnerische und grafische Lösungen, zum Beispiel Nullstellen und so weiter. Ich mache es mal rot. Hier an der Stelle schneiden die sich. Ich nenne jetzt den Schnittpunkt mal nur einfach S und lese ab und schätze. 1, 2, 3, 4, nicht ganz, vielleicht 3,5. Und, naja, 1,1 nach oben. Bloß mal geschätzt. Das ist der Schnittpunkt. Ich kann auch Nullstellen ausrechnen und entsprechend bezeichnen. Hier die Nullstelle, die muss ich weit weg schätzen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vielleicht. Also x0f wäre dann ungefähr 7, rund 7. Und x0g hier ungefähr 2. Jetzt die y-Achsenabschnitte, die kriege ich genau geliefert. Die muss ich jetzt mal nicht hinmalen, ist jetzt nicht wichtig. Wie gehen wir rechnerisch bei? Wenn die hier den gleichen x- und y-Wert haben, setze ich beide Gleichungen gleich. Mal sehen, ob das gelingt. Jetzt ist eine Frage, machen wir das mit Kommazahlen oder machen wir das mit den Brüchen? Ich plädiere immer für Brüche. Also setzen wir die beiden Gleichungen gleich. Das mache ich jetzt wieder in schwarz. Oder kurz, damit man es sieht. Minus 1/4 x plus 2 soll sein genauso wie, ne, der x-Wert ist ja der gleiche, wie 3/5 x minus 1. Und von da aus rechnen wir jetzt gleich weiter. Gibt es irgendwelche Fragen bis dahin? Machen wir das mal und wir sehen uns dann gleich wieder zu Hause. Hier jetzt weiterrechnen und dann Pause-Taste jetzt drücken. Man guckt hier in diesem Fall, wo sind mehr x? Also wichtig. Sind hier oder hier mehr x? Und da, wo die meisten x sind, da lassen wir sie und nehmen lieber die andere Seite weg. Da das negative x sind, sind die auf jeden Fall mehr, egal was hier davor steht. So, und das machen wir dann wieder ganz cool, und zwar so. Plus 1/4 x. Jetzt wissen wir auch, dass die x hierhin gehören, dann können wir auch gleichzeitig 1 addieren, damit das hier verschwindet. Hier drüben entsteht eine 3. Hier steht 3/5 x. Plus 1/4 x. Zusammenfassen. Ungleiche Namen. Wir erweitern in diesem Fall mal. Na, warte mal. Nehmen wir mal. Ach, ich mache es in schwarz. Wir nehmen 20stel. Also nehme ich hier mal 4, habe ich hier 8 20stel. Als wenn man kürzt, bloß in diesem Fall haben wir erweitert. Hier nehmen wir natürlich auch 20stel und haben hier 5 20stel. Das heißt, der ganze Kram. 8 und 5 sind 13 20stel x. Und hier steht nichts weiter und hier drüben ist die 3. Wie kriegen wir es weg? Uns stört durch 20, also mal 20 und stört mal 13 durch 13. Und dann sind wir beinahe fertig. 3 mal 20 durch 13 steht hier drüben, soll der x-Wert sein. 3 mal 20 sind 60 13stel. Machen wir mal eine Nebenrechnung. Nebenrechnung 60 13stel, also 60 durch 13. Wie oft wird es reinpassen? Nicht ganz 5 mal, also 4 mal. 4 mal 3 ist 12. Das sind 52, abgezogen 8. Wozu mache ich das? Ich werde es gleich sagen. Also 60 13stel. Jetzt komme ich am Komma vorbei. 8 durch 13 ist nicht ganz 1, also sagen wir rund. Ausreichend rund. Die wahre Lösung ist 60 13stel, damit rechnen wir weiter. Das ist nämlich der Schnittpunkt. Und ungefähr, xs ist ungefähr, damit wir auch ablesen können in der Zeichnung, ob das stimmt, was wir gemacht haben, ist es 4,1. Gucken wir mal hier hoch. 1, 2, 3, 4, ja, 3,5 hatten wir abgelesen. Passt einigermaßen zusammen, hier gibt es Fragen. Ja, das kommt davon. Hier habe ich Mist gemacht. Ich habe so geschmiert, dass ich das als 2 angesehen habe. 3 mal 4 ist 12. Hier muss eine 12 hin. Eine 12, richtig. 12 plus 5, das sind dann 17. Jetzt schmiere ich noch mehr. 17stel sind das dann. 20, 17, 20, 17. Aha. 60, 17stel. Da müssen wir natürlich hier auch noch ein bisschen verbessern. Ich hatte zwar gesagt, das reicht mir, um da hinzukommen. Das ist dann Mist. 60, na komm, 17stel, besten Dank für den Hinweis.
Und die Nebenrechnung, wie gesagt, um hier zu kontrollieren, ob das stimmt, hier die 3,5, die ich ungefähr gelesen habe, 60 durch 17. Jetzt nehmen wir es mal 3. 3 mal 7, das sind 51. Jetzt kommt 9, was übrig ist. 90 durch 17, wie oft wird es reinpassen? Sage ich einfach 4 mal. Na, jetzt kommen wir da wesentlich besser hin. Ne? Also XS wäre rund 3,4. Damit darf ich aber nicht rechnen, sondern ich muss mit diesem Wert rechnen. Gut, bis dahin, da gab es noch eine Frage. Den Y-Wert, da nehmen wir uns eine von den beiden Gleichungen. Vorsichtig, das Minus nicht vergessen. Und setzen da unsere 60 Siebzehntel ein. Also, f von 60 Siebzehntel, ne? Ganz konkret eingesetzt, heißt also minus 1/4. Jetzt kommen die 60 Siebzehntel. Und was hatten wir dann? Plus 2. Und so kann man es ausrechnen. Hier kürzen wir, haben wir 15 minus 15 Siebzehntel. Und hier mache ich jetzt 34 plus 34 Siebzehntel draus, aus der 2. Und dann kriege ich hier einen Wert raus. Und zwar diesen, den ich eigentlich anstrebe. Nicht eine Kommazahl hier einsetzen, das gibt Mist. Deswegen schreibe ich das jetzt auch nochmal ganz bewusst so. Das sind dann 19, ne? 19 Siebzehntel. Müssen wir jetzt noch einen runden Wert ausrechnen? Müssen wir das noch? Guckt mal. 19 durch 17, das liegt bei ein bisschen mehr als 1. Da müssen wir uns jetzt nicht nochmal mit einer Rattenschwanz-Nebenrechnung irgendwie den Kopf machen. Also haben wir anhand der Zeichnung überprüft, wir kommen zum richtigen Wert. Gut, jetzt kommt der dritte Teil unserer Übung. Hier werde ich wieder dann den Verweis zum dritten Teil machen. Wir üben jetzt nochmal sowas hier. Und zwar hier. Das Prinzip, das üben wir jetzt nochmal rechnerisch. Wir werden jetzt mal den Weg rückwärts gehen. Wir werden jetzt erstmal irgendwo eine Parabel hinmalen in den Wald und werden eine Gerade an markanten Punkten durchziehen. Und dann werden wir daraus entsprechend was entwickeln und was draus machen. Gut, also bis dahin. Es geht dann im nächsten Video weiter.